als Speaker. Da steht nämlich drauf, du sollst nicht Sachen veröffentlichen, die nicht unter GPL stehen. Es steht glücklicherweise nicht drauf, du sollst nicht behaupten, GPL sei nicht anwendbar. Sind hier irgendwelche Anstandswauwau von WordPress, die mich hochkant rauswerfen, wenn ich die These aufwerfe, dass vielleicht nicht alles, was unter GPL stehen sollte, auch tatsächlich unter GPL stehen muss? Das ist nicht der Fall. Wunderbar. Ich wollte nur meine eigene Aufzeichnung noch starten bei der Gelegenheit. Darf ich vielleicht einfach mal in die Runde fragen, jetzt weil wir so überschaubar sind, wer schreibt Software? Okay. Und ich nehme auch mal an, jeder verwendet Drupal. Oh, wo bin ich hier? Und hat schon mal jemand darüber nachgedacht, etwas anderes als Open Source Lizenzen zu verwenden? Oh, da sind wir richtig im richtigen Film. Gut, wir haben 45 Minuten abzüglich das, was ich zu spät bin und was wir hier verzweifelt auf andere Leute warten. Die Sache funktioniert nur dann, dass wir pünktlich fertig werden und die ganze Zeit nutzen, wenn ihr mir Fragen stellt. Es funktioniert zwar auch so, dass ich einfach eine Stunde lang rede, aber dann werde ich anfangen, über Open Source Software im Automobil zu sprechen und andere Dinge, die vielleicht gar nicht mit eurer Fragestellung zu tun haben, weil ich denke mal, dass hier ganz spezielle Fragestellungen auch aus einzelnen Fällen kommen sollten. Ich werde mir trotzdem erlauben, ein bisschen weiter auszuholen. Ich gehe davon aus, dass jeder von euch schon mal eine GPL-Software gesehen hat, beziehungsweise eine Lizenz gesehen hat und vielleicht das Problem grob kennt. Typisch für Entwickler ist, dass keiner sich die GPL-Lizenz wirklich von vorn bis hinten mal durchgelesen hat. Oder hat das jemand? Oh, jo. Und voll verstanden natürlich. Während wir Juristen lesen das Zeug durch und denken uns, oh, da ist so viel technisches Zeug, das verstehe ich nicht. Die Techniker lesen sich durch, oh, da ist so viel juristisches Zeug, das verstehe ich nicht. Und es passiert relativ selten, dass Leute zusammenkommen, die sowohl von der Technik als auch von dem Rechtlichen wirklich was verstehen. Und das ist unsere Spezialisierung. Also, mein Name ist Chantal, ich bin Rechtsanwalt aus Würzburg, Fachanwalt für IT-Recht. Und unsere Kanzlei mit derzeit 7 Rechtsanwälten befasst sich zu 80% mit Fragen rund um Open Source. Das liegt daran, weil wir hauptsächlich einen Mandanten vertreten, der Automobile baut in diesem Bundesland. Und damit habe ich es noch nicht verraten, weil es gibt ja schließlich zwei. Und Automobile sind vollgepackt mit Software. Nicht weiter verwunderlich. Wir haben mal versucht zu zählen, wie viele Linux-Kernels eigentlich in so einem Auto unterwegs sind. Man hat gedacht, das Navi, na, da könnte was drin sein, aber wenn man genauer reinschaut, stellt man fest, in so einem Navi ist nicht einfach nur ein Linux drin. Und jetzt bin ich hier am Ausschweifen. In so einem Navi sind zunächst einmal erstmal zwei Boards drin, zwei Computer, die völlig voneinander unabhängig, mehr oder weniger unabhängig agieren. Und da sind wieder Karten drauf und da ist dann irgendwo ein GSM-Modul, also ein Telefonmodul drauf. Unter was läuft das? Unter Android. Das ganze Board läuft entweder unter QNX als Realtime-Betriebssystem oder noch einem Linux. Das heißt, das Problem, denn Linux steht bekanntermaßen unter GPL, ist in der Branche hochgradig bekannt und akut. Und es gibt ein Verfahren, auf das wir alle warten und was einen erheblichen Impact haben wird auf die Fragen, die ich hier anreißen werde. Und das ist im Landgericht Hamburg. Da ist eine kleine Softwarefirma verklagt worden, weil sie angeblich die GPL missachtet hat, weil sie eine Linux-basierte Software herausgegeben hat. Und da sagt jetzt jemand, du hast da ein bisschen was am Kernel gemacht und das finden wir nicht in Ordnung. Du musst deine gesamte Software unter Open Source stellen. Die sagen sich, um Gottes Willen, ich kann doch nicht meine Software unter Open Source stellen. Ich habe die ja schließlich für viel Geld verkauft. Die Firma heißt VMware. Und hat ein kleines Problem, sollten sie vor Gericht verlieren. Die werden natürlich in Berufung gehen, aber wir warten alle darauf, dass uns das Landgericht Hamburg mit den weisen Richtern in Hamburg, puh, war das die Geste dazu? Nee, das war nicht unabhängig davon, erklären wird, wann darf ich meine eigene Software mit Open Source Software, mit GPL verbinden oder nicht. Das ist die Gretchenfrage. Aber ich möchte noch ein bisschen weiter ausholen, bevor wir uns richtig ins Eingemachte setzen. Wenn man Open Source Software prüft, hat man sich drei Fragen zu stellen. Und es ist gar nicht so kompliziert. Die erste Frage ist, gebe ich die Software weiter? Und das ist für euch vielleicht sogar relevant. Denn wenn ihr Open Source Software verändert, verbindet mit eigener Software, umbaut und alle möglichen Sachen macht und ihr sie nicht verändert, braucht ihr auch keine, und sie nicht weitergebt, braucht ihr auch keine Open Source Bedingungen einzuhalten. So, und Veränderung, Weitergabe bedeutet, dass man tatsächlich jemand anders die Software im Binär oder im Source Code gibt. Wenn man sie aber nur auf dem Server installiert, ist das noch keine Weitergabe. Also,
Wenn ihr eure Drupal-Installationen auf dem Server verändert, mit eigener Software verbindet, könnt ihr machen, was ihr wollt. Das ist von der GPL-Lizenz abgedeckt, nicht verboten. Also, die Problematik setzt erst in dem Moment ein, wo ihr die Software weitergebt, wo ihr eurem Kunden möglicherweise einen Zugang gebt, dass er sich die von euch veränderte Software herunterladen kann. Dann haben wir vielleicht eine Weitergabe. Aber solange ihr das nicht tut, könnt ihr mit der Software machen, was ihr wollt. Ihr könnt ihr einen neuen Namen geben, womöglich. Ihr könnt sie laufen lassen. Um das zu verhindern, hat man eine andere Lizenz erfunden. Wer weiß es, die Affero General Public License. Die hat diese Lücke abgedeckt. Die sagt nämlich, selbst wenn eine Interaktion mit einem Server stattfindet, liegt eine Weitergabe vor. Aber ansonsten macht, was ihr wollt, solange ihr es nicht weitergebt. So. Damit ist nicht jedes Problem gelöst. Ich nehme an, ihr denkt durchaus auch über eine Weitergabe von Software nach. Und dann stellt sich als nächstes die Frage, ja, habe ich die Software verändert? Denn unveränderte Weitergaben sind meistens relativ unkompliziert. Ich stelle sie halt einfach, gebe sie weiter unter der gleichen Lizenz. Ich habe so ein paar Themen mit, ich muss so Copyright-Hinweise, Lizenz-Hinweise und Permission-Notes und allen möglichen Kram mitgeben. Bei Desktop-Software ist das nicht ganz so schwierig, das ist irgendwo alles im Paket drin, das darf ich natürlich nicht vergessen, da haben viele Leute Fehler gemacht und viel Lehrgeld bezahlt. Bei Embedded-Software ist das schon schwieriger mit der Weitergabe von Source-Code, aber das würde man hinkriegen. Wenn ich aber eine GPL-Software verändere, und ich meine jetzt nicht einfach nur eigene Software damit verbinde, sondern sie wirklich verändere, Source-Code verändere, Sachen drin rumschreibe, neu kompiliere, dann muss das unter der gleichen Lizenz stehen bei GPL. Bei einer BSD ist es wurscht. Bei einer MPL ist es ein bisschen verrückt, da muss ich quasi die Lizenz beachten an dem, was ich unverändert habe und auch den Source Code dafür bereitstellen, aber das, was ich verändert habe, muss ich nicht unter der gleichen Lizenz stellen. Deshalb spricht man da von einem eingeschränkten Copyleft. Also, die ganzen Non-Copyleft-Lizenzen kann ich beliebig verändern, das ganze Ding neu herausgeben, kompilieren oder im Source Code weitergeben, muss nur ein paar Informationen weitergeben. Irgendwie wird man das schon hinkriegen, in den Details muss man halt in den Lizenzen nachlesen oder einen findigen Anwalt dazu fragen. Das dritte Thema ist die Verlinkung. Wenn ich eigene Software habe und Open Source Software, dann kann ich unter Umständen ein Problem bekommen. Eine Verlinkung mit einer BSD-artigen, einer Apache-artigen Software, also Software, die unter einer Lizenz steht, die BSD-artig ist, ist völlig unproblematisch. Problematisch wird es in dem Moment, wo ich ein GPL, LGPL oder CPL, EPL, also einer dieser Lizenzen, wo ein Public License drin steht, wenn ich mit so einer zu tun habe, dann schränkt die mich ein, wie ich meine eigene Software mit der Open Source Software verbinden darf, sofern ich meine eigene Software nicht auch unter Open Source stellen will. Nehmen wir mal gleich das komplizierteste Beispiel, die LGPL, Lesser General Public License, früher auch Library General Public License genannt, die sagt, grob gesagt, solange ich dynamisch mit der Lizenz verlinke und die Lizenz ausgetauscht werden kann, ohne dass das ganze System zusammenbricht, dann muss ich die aufrufende, die verlinkende Software nicht auch unter Open Source stellen. Also, proprietäre Software, LGPL Software, dynamisch verlinkt, alles in Ordnung. Muss man irgendjemandem erklären, was dynamische Verlinkung ist? Nee, mir wahrscheinlich, aber habe lange gebraucht, das zu verstehen, bis mir jemand eine DLL im Windows-System-Verzeichnis gezeigt hat. Das mit den dynamischen Verlinkungen ist in manchen Betriebssystemen nicht ganz so einfach, weil das sind nicht alles .dll-Dateien. Die sehen manchmal etwas anders aus, die sind manchmal irgendwie ein bisschen verbacken und auch statische Verlinkungen sind unter Umständen möglich. Da muss man ein bisschen tiefer reingehen. Das ist ein eigener Slot für die zwei Spezialisten aus der Gruppe, die das noch interessiert. Für die anderen lassen wir es mal so stehen. LGPL kann ich verbinden mit proprietärer Software. Gibt es bei Drupal, in der Drupal-Welt irgendwas unter LGPL oder ist das, weiß das jemand zufällig? Klammer auf, Klammer zu, wir sind bei WordPress. Wir sind deswegen bei Drupal, weil WordPress sagt, wir haben keine Ahnung von diesem GPL-Zeug, wir verweisen auf Drupal. Das erklärt, warum ich nachher Seiten zeigen werde von der Drupal-Seite, die nämlich auch unter... Wie oft habe ich diesen Fehler jetzt schon gemacht? Jetzt verstehe ich auch, warum sich keiner gemeldet hatte. Können wir die Aufzeichnung nochmal kurz anhalten und das rein editieren? Aber die gleiche Problematik. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es hier einen, der... irgendjemand hier war nicht so ganz WordPress... affin und machte mit Joomla rum oder sowas. Und der wird nicht gesteinigt. Ah, das weiß jeder, ja? Nicht jeder? Also, Fingerpointing. Drupal, WordPress, Joomla haben alle das gleiche juristische Problem, nämlich die Fragestellung, darf ich
Plugins, Themes, Module, Erweiterungen, wie auch immer die heißen. Bei Joomla heißen sie Module, früher hießen sie Module, jetzt heißen sie auch Plugins, bei WordPress heißen sie Plugins und bei Drupal heißen sie auch wieder anders, nun jedenfalls irgendwelche Ergänzungen. Darf ich die unter proprietärer Lizenz herausgeben? Und um das vorwegzunehmen, ich bin der Meinung, das müsste gehen. Und das ist genau der Clash, das ist der Grund, warum ich erwarte, dass ich irgendwann rausgetragen werde, weil WordPress will das nicht, versucht sich auf die GPL zu berufen und jeder, der hier antritt, muss auch etwas unterschreiben, dass er niemals auf die Idee kommen wird, eigene Erweiterungen unter proprietäre Lizenz herauszugeben. Aber wir wollen jetzt mal ganz akademisch und nur rein theoretisch die Frage klären, dürfte ich es und unter welchen Umständen darf ich es? Also, und deswegen haben wir jetzt weit ausgeholt, gebe ich Software weiter, wenn nein, ist sowieso alles in Ordnung. Verändere ich sie? Ja, dann muss ich sie in der Regel auch weitergeben. Und wenn ich sie verlinke, kommt es darauf an, welche Lizenz ich habe und wie ich es verlinke. Bei GPL sagt man sich, jede Verbindung, sagen die einen jedenfalls, führt dazu, dass etwas Derivative Work ist. Und die anderen sagen, solange ich es über Schnittstellen aufrufe, die dafür da sind, die schon vorgesehen sind, um etwas dran zu bauen, dann ist es in Ordnung. So, jetzt versucht ihr das gerade zu subsumieren auf das, was ihr macht und kommt zu keinem eindeutigen Ergebnis. Das ist durchaus typisch für diese Problematik. Deswegen versuchen wir uns der Sache mit ein paar Beispielen zu nähern oder mit ein paar gerichtlichen Verfahren, die es dazu gibt und dann die Position dazu zu hören. Das ist nicht die Fortsetzung zu der Frage, die ich gerade aufgeworfen habe, sondern das ist ein Lizenzbaum, wo ich gerade die verschiedenen Arten von Open-Source-Lizenz aufgelistet habe. Wir haben einerseits, das ist jetzt Englisch, Deutsch, das mischt sich, weil es aus verschiedenen Präsentationen zusammengesetzt worden ist. Wir haben Open-Source-Software auf der linken Seite, das, und die teilen wir aus in diejenigen mit einem strengen Copyleft, dazu gehören die GPL-artigen, die GPL, die Art GPL, dann haben wir die mit den begrenzten Copyleft, da gehören zum Beispiel Kandidaten wie die LGPL, MPL oder CDDL dazu, auch GPL mit bestimmten Ausnahmen, Class, Pass, Exception und dergleichen, die am Schluss wirken wie eine LGPL, also man darf proprietäre Software damit verbinden. Und dann die besten, die ohne jegliches Copyleft, da gehören dann auch solche dazu, Do Whatever You Want oder Buy Me a Beer License oder Do Good No Evil, aber die bekanntesten sind Apache und BSD, Boost, wenn man noch will, alles Vertreter von Lizenzen, die kommerziell eingesetzt werden dürfen, wo man machen kann, was man will, die Software verändern kann und gar nicht mehr mit der ursprünglichen Software was zu tun hat. Aber man schleppt ein Erbe mit sich rum, man muss die Pflichtangaben, die Lizenzhinweise in alle Ewigkeit weiterschleppen, was zu sehr, sehr langen About-Boxes oder Lizenz-TXT-Dateien führt auf eurem Handy, auf dem iPad oder auch im Auto mittlerweile, wenn es jemand findet. Wenn mir jemand davon einen Screenshot innerhalb von weniger als einem Tag schickt, kriegt er ein Bier von mir. Die Dinge sind echt gut versteckt. Ich habe bei BMW mehrmals angefragt, um zu prüfen, ob die sich an die Spielregeln halten. Und damit ist klar, dass das nicht mein Mandant war. So viel zur Vertraulichkeit. Bei der Closed-Source-Software, die haben wir deswegen aufgeführt, weil es dort auch kostenlose Software gibt, die immer wieder mit Open-Source verwechselt wird. Freeware, dort gibt es Freeware, die erlaubt kommerzielle Nutzung. Und andere, die erlaubt es nicht. Bekannte Beispiele, WinZip beispielsweise, privat nutzbar, TeamViewer ebenfalls, kommerziell aber nicht nutzbar. Typischerweise steht diese Software nicht Open Source zur Verfügung. Sie ist kostenlos und wird immer wieder verwechselt. Und da kommt auch das Missverständnis, dass es Software gibt, die kommerziell nutzbar, nicht nutzbar ist, privat aber nutzbar ist. Bei Open Source ist das nicht der Fall. Bei Open Source, jedenfalls diejenige, die von der Free Software Foundation anerkannt wird als Open Source, kommt es nicht auf die Art der Benutzung an, ob ich damit Panzer baue, wo auf der Welt ich sie einsetze, privat zum Geld verdienen, ob ich das verkaufe am Schluss. Das ist eine Frage, die hat man bei kommerzieller Software oder bei Open-Source-Lizenzen, die ein bisschen verkrüppelt, verändert, manipuliert worden sind. Jedenfalls nicht bei den üblichen Standard-Open-Source-Lizenzen. Das nur so am Rande. Das gleiche gilt für Public Domain, echte Public Domain oder welche, die nur so aussieht, welche. Und Commercial Software, das ist natürlich Software, die nicht kostenlos zur Verfügung steht. Nochmal die gleiche Welt. Für, wenn man es seinem Manager, seinem Chef erklären will, es gibt die ohne Copyleft, die mit ein bisschen Copyleft und die mit strengem Copyleft, dann sieht die ganze Welt gar nicht so schwierig aus, wenn man das auf drei Blöcke runterbricht, weil dann hat man nicht mehr so viele Lizenzen. Da steht aber nochmal das Gleiche drin, was ich eben gerade schon mal erzählt habe. So, und jetzt kommen wir mal zu einer Seite, die habe ich von Drupal, von deren Seite kopiert, geklaut wollte ich sagen, nein. Wenn ihr bei WordPress nach Lizenz sucht,
findet ihr einen Link auf die Drupal-Seite, weil WordPress einfach sagt, das, was die Leute bei Drupal schreiben, stimmt schon so, das nehmen wir hier genauso an. Und jetzt ist ziemlich viel Text und es ist furchtbar, ich versuche das von oben bis unten runter zu lesen. Ich erzähle euch, was da drin steht. Die bei Drupal sagen, wenn ich ein Modul oder ein Theme schreibe, muss das auch unter GPL stehen. Die sagen übrigens auf einer anderen Stelle auch noch, ich darf auch nicht das Ganze umgehen, indem ich ein Bridge-System schreibe und dann damit interagiere. Also alles, was mit Drupal interagiert, soll auch unter GPL-Lizenz stehen. Jedenfalls dann, wenn man es weitergeben will. So, das ist, glaube ich, der Status quo, den ihr auch kennt. Und jetzt würde ich mich mal interessieren, wie sind wir in der Zeit? Ganz gut. Was sind die Anwendungsfälle, die für Sie interessant sind, die in Frage kommen? Und zwar auch unter Open-Source-Lizenz, also ganz brav, so wie es gehört, oder unter einer eigenen Lizenz? Im Management-Territory lizenzieren wir alles mit der MIT-Lizenz. Ja. Mit der Annahme, dass die Lösung die Lizenz. Ja. Und das ist für mich unproblematisch, für uns weniger problematisch, als wenn das mit der MIT-Lizenz. Sehr gut. Sammeln wir mal kurz weiter, darauf gehen wir gleich ein. Ja. Also Sie haben ein Drupal, WordPress, Sie haben ein kommerzielles Modul und innerhalb des kommerziellen Moduls steckt FreeBSD, also eine BSD-Free-Clause-License drin, was möglich wäre, jedenfalls für die kommerzielle Software. Also wir müssen jetzt die rechtlichen Konflikte auch immer in Relation sehen. Also unter kommerzieller Lizenz darf man Sachen stehen, die unter FreeBSD stehen, also die darf man aufnehmen. Die Frage ist, darf man dieses kommerzielle Modul überhaupt mit Drupal verbinden oder das Gesamtwerk, WordPress mit, egal was ich sage, ich meine immer das Gleiche, ich kann es austauschen an der Stelle, darf ich WordPress mit einem kommerziellen Modul überhaupt ausliefern? Also wer kriegt eigentlich den Ärger, derjenige, der WordPress rausliefert? Das läuft auf die Frage hinaus, darf ich WordPress mit einem kommerziellen Plugin-Modul verbinden? Ich glaube, die Frage oben ist so kompliziert, dass wir sie gleich beantworten sollen, weil keiner die gleiche stellen wird. Zunächst einmal, die einfache Antwort ist, MIT-Lizenz ist kompatibel. Es gibt Übersichten, welche Lizenzen mit was kompatibel sind. GPL sagt ja nur, ich muss die Software auch freigeben unter einer kompatibleren, unter einer kompatiblen Lizenz, die nicht strenger sein darf als GPL. Jetzt kann man sich fragen, wie kann man überhaupt strenger sein als GPL? Nun, es gibt ein paar Lizenzen, die strenger sind, weil sie zum Beispiel Patentklauseln enthalten, die sowas sagen wie, wenn du mich angreifst, erlischt sofort deine Lizenz, ist ein toller Mechanismus, ist eine MPL drin und macht für dazu, dass die wiederum nicht kompatibel sein sollen mit der GPL und deswegen sagen viele Leute dann, Dual License, MPL oder LGPL, sucht ihr irgendwas aus und sagt den anderen, sie sollen es sich aussuchen. Mit MIT ist man eigentlich auf der sicheren Seite, wenn man keinen Ärger haben will und nichts von seiner Software übrig haben will. Also die MIT License ist eigentlich die einfachste und unkomplizierteste Lizenz, wenn man einfach nur eine Haftungseinschränkung haben möchte und keine Erwartung daran hat, dass man an dem veränderten Know-how, was entsteht, was zurückbekommt. MPL ist da diesbezüglich eigentlich ein ziemlicher Quatsch, weil es enthält ein Copyleft, aber trotzdem hat man eigentlich nichts davon, weil die Software nicht zurückkommt. Wenn man möchte, dass die eigene Software irgendwie weiterentwickelt wird und was davon hat, dann muss man eine GPL oder eine LGPL nehmen. Man kann sich fragen, MIT oder BSD, die BSD-Lizenz ist nicht besonders intelligent gemacht, die enthält so eine blöde Werbeklausel, also man kann sich jetzt fragen, BSD 4 Clause, 3 Clause, 2 Clause, die eine heißt Original, die 4 Clause, da steht irgendwas von Berkeley drin, dass man die immer hoch ehren soll, das ist natürlich Quatsch, dann hat man gesagt, nehmen wir die Free BSD und dann kam man irgendwann zu der Two-Clause, der ganz, ganz einfachen Simplified BSD-Lizenz. Die könnte man auch verwenden, obwohl der Haftungsdisclaimer, der unten drunter steht, nach deutschem Recht natürlich völlig unwirksam ist, aber auch nicht schädlich ist. Ziemlich viel Ballast, der da mitgeliefert wird. Also
Wenn ich Software programmiere zu WordPress und sie unter MIT-Lizenz stelle, bin ich auf der sicheren Seite. Ich könnte sie natürlich auch unter GPL stellen, wenn ich meine Kunden ärgern will, aber wenn das nicht das Ziel ist, wäre das eine Möglichkeit. BSD, Apache wären auch Möglichkeiten, wie man es miteinander kombinieren kann. Haben wir weitere Fragen für Anwendungsfälle? Bitte. Und serverbasiert ist? Vom Grundsatz her kein Problem. Also wir müssen sozusagen nach den Spezialfällen suchen, wo es doch ein Problem ist. Ein Problem kann es sein, wenn man dem Kunden Serverzugang gibt und er auf die kommerziell veränderte Software, also die eigene Software, Zugriff nehmen kann. Dann könnte es ein Problem sein, weil wir dann eine Weitergabe haben. Aber ansonsten sind wir wie oben bei der ersten Frage. Wenn ich keine Weitergabe habe, dann habe ich auch kein Problem mit Open Source Software, sofern sie echte Open Source Software ist. Haben wir noch mehr Fragen? Ja, und da kann man sich manchmal fragen, Bilder sind Daten und Daten steht jedenfalls auch hier irgendwo drin, steht das hier? Ja. Images and Flash Files you create yourself are not affected, however, if you make a new image based on bla bla bla. Also die Drupal-Leute sagen, also das, was der Kunde da hochlädt an Texten, Bilder, das sind ja keine Computerprogramme, das ist nicht Derivative Work. Aber an der Stelle wird eigentlich offenkundig, dass die Grenzen da sehr schnell verschwimmen. Also, ja. Richtig. Und die, und jetzt fragen Sie sich, müssen die auch unter einer Open Source Lizenz stellen, stehen oder dürfen Sie? Also, jetzt müssen wir kurz sortieren. Reden wir hier über Recht, das mache ich heute, oder reden wir über Weltanschauung? Weltanschauung diskutiert ihr irgendwo anders. Ist das morgen vielleicht dann der Termin für solche Sachen? Juristisch gesehen geht es um die Frage, haben wir Derivative Work? Und das alles, was der User, wenn er ein WordPress Drupal Joomla verwendet, mit seinem begrenzten programmiererischen Können und lädt dort irgendwelche Sachen hoch. Und die enthalten vielleicht auch JavaScript, hallo, auf jeden Fall Computerprogramme. Es enthält HTML. Die Juristen haben lange gebraucht zu verstehen, dass HTML keine Programmiersprache ist. Aber HTML5 vielleicht schon so allmählich. Und was ist, wenn ich da so ein jQuery oder sowas, JavaScript-basierte Sachen drauf installiere? Ist ja alles nicht schwierig. Und das Ganze packe ich dann in Templates. Wird es dann auf einmal Derivative Work? Ist das dann ein Teil von Drupal? Man muss sich fragen, wenn man ein bisschen Abstand zu der Sache nimmt, kann ich sagen, das eine ist das Content-Management-System, WordPress eigentlich natürlich, und das andere ist der Inhalt, den der User selbst drauf gebaut hat. Jetzt könnte man sagen, sobald es ein bisschen komplex wird, ist es quasi sowas wie ein Computerprogramm und deswegen gehört es zu Drupal und es muss deswegen von diesem Copyleft-Effekt mit umfasst sein. Betrachten wir uns hierzu vielleicht einmal ganz kurz die Welt bei Linux und eine Grafik, die nicht ich erstellt habe, sondern Software Conservancy, Software Freedom Conservancy. Das ist die Darstellung von dem Prozess in Hamburg, wo es darum geht, wie man normalerweise mit einem Linux-Kernel interagiert, der ja unter GPL steht, und was die Leute bei VMware gemacht haben und warum das, was sie gemacht haben, böse ist. Man sieht relativ schnell, also jetzt wäre der Laserpointer eigentlich gut gewesen, aber wenn ich sage grün, wenn ich rot-grün Rot-Grün-Fläche hat, sieht also den grünen Bereich. Kernel Space ist unter GPL. Darin darf ich nichts anfassen, es sei denn, ich stelle es unter GPL-Software. Das, was aber da drüber ist, im User Space, das darf unter beliebiger Lizenz stehen. So, das müssen wir uns kurz mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich darf auf einem Linux-Rechner eigene Software installieren im User Space, obwohl sie nur auf Linux-Systemen läuft. Sie muss nicht unter GPL stehen. Da gibt es auch andere Meinungen. Es gibt tatsächlich Leute, die sagen, wenn du beim Entwickeln an Linux gedacht hast, dann ist es Derivative Work. Wer sagt sowas? Linus Torvalds. Wir Juristen sagen im Open Source nicht, es gibt richtig und falsch, weil es zu wenig Rechtsprechung dazu gibt. Wir teilen im Grunde genommen Positionen einfach in vier Kategorien ein. Das kann man Kreide verwenden, aber ihr könnt euch vier Punkte merken.
könnte man, machen wir das ruhig, hätte man ja auch vorbereiten können. 4 deswegen, weil es keine Mitte bei 4 gibt. Ansonsten versuchen immer alle Manager, die Mittellösung zu nehmen. Nehmen wir die zweite Lösung, das ist die liberale Lösung. Und die dritte ist die konservative. Wenn ich leserlich schreiben würde, hätten wir keine Zeit mehr. So. Die meisten Positionen, die es so gibt, unterscheiden sind entweder das oder das. Und man kann sich entscheiden, ich bin eher konservativ oder eher liberal. Es gibt da keine Mitte. Also zwischen den beiden muss man sich entscheiden. Es gibt dann aber auch Positionen, die einem manchmal über den Weg laufen. Und das ist die Verrückt-Position und die Panisch-Position. Und wenn Linus Torvalds sagt, if you had Linux in mind when writing the software, then it's derivative work, dann ist das eine ernstzunehmende Position da. Wenn ich sage, es ist egal, es machen doch alle, dann ist das da. Auch in Ordnung. Weil wenn wir Juristen mit Entwicklern sprechen, treffen wir immer wieder auf Leute, die sagen, die anderen machen es auch so, das haben wir schon immer so gemacht und wer soll es denn überhaupt merken? Es ist doch binär, es kann doch kein Mensch überhaupt finden. Alles in Ordnung, aber das ist die verrückte Position. Wir lassen sie einfach mal so da stehen. Wir überlegen uns ernsthaft, ob wir uns da oder da bewegen. Also, kommen wir wieder zurück. Sie haben ein Linux-Betriebssystem und haben Software dafür geschrieben, die ein Linux-Betriebssystem erwartet. Das ist zulässig, wenn Sie sich im User Space bewegen. Und jetzt müssen Sie mal den Transfer machen für ein Drupal. Der Umstand allein, dass die Software, die Sie schreiben, WordPress erwartet, oder ein Drupal erwartet, führt noch nicht automatisch dazu, dass es Derivative Work sein muss. Es sei denn, man ist auf der Position. Und das kann man sein, denn es gibt nicht genug Rechtsprechung zu sagen, das ist völliger Quatsch. Ich möchte an der Stelle eine kleine Anekdote erzählen von einem anderen Rechtsstreit. AVM gegen Cybits. AVM, die eben bekannt baut, was für eine Hardware. Sehr gut. Die haben eine Firma Cybits verklagt, weil Cybits hat eine Cybersittern-Jugendschutzsoftware gebaut, die die Fritz OS Firmware verändert. Und da hat Fritz AVM gesagt, das steht unter Copyright, da ist zwar ein Linux-Kernel drunter, aber wir haben da Sachen, wir haben da Know-how reingesteckt und du darfst es nicht verändern. Wir verklagen euch. Das war keine gute Idee, denn Cybits hatte dann Schützenhilfe bekommen von Harald Welte, der wiederum Rechteinhaber von Teilen des Linux-Kernels ist und viel Spaß daran hat, Gott und die Welt zu verklagen und das sogar ziemlich erfolgreich mit einem Anwalt, der sehr stark in der Community vernetzt ist. Und die haben zusammen dann, also auf Cybits Seite, dem Richter erklärt, also so eine Firmware, das ist eigentlich alles vermanscht und verbacken und zusammen, das kann man gar nicht unterscheiden. Alles, was Firmware ist, ist Derivative Work. Und die Richter haben gesagt, verstehe ich hier sowieso nicht. Ich glaube, das ist sowas wie ein Sammelwerk. Das kennen wir im Urheberrecht und hat gesagt, bei Embedded Software ist alles, was innerhalb der Firmware ist, automatisch Derivative Work. Wow. Was ist eigentlich Firmware? Ist die Firmware die ganze Software, die auf der Fritzbox drauf ist? Oder ist die Firmware nur das BIOS, was auf dem Motherboard drauf ist? Nun, da gibt es unterschiedliche Positionen. Jedenfalls, so wie es in Berlin auch beim Kammergericht, also in der zweiten Instanz gesehen wurde, ist Firmware alles, was irgendwie in diesem Ding da drin ist, weil ich kann es ja nicht sehen und es ist ja irgendwie, es gibt auch kein Filesystem, mit dem man arbeiten kann. Also alles, egal ob Kernel Space oder User Space, ist infiziert und das ist ja Derivative Work und deswegen kann man bei AVM einfach anrufen, eine Mail schreiben und sagen, ach Leute, schickt mir mal bitte euren Source Code. Und wenn man das als Anwalt macht, bekommt man da tatsächlich innerhalb von 3 Tagen einen riesen FTP-File zugeschickt oder eine DVD, kann man ab und zu machen. Bitte macht es nicht bei anderen bayerischen Automobilherstellern, weil das verursacht echt Stress, wenn man die Open-Source-Source-Codes anfordert dazu. Also, Landgericht Berlin hat damals gesagt, Firmware ist immer Open-Source. Das kann man sagen, das ist auch panisch. Ich meine, ich kann jetzt natürlich hergehen und sagen, alle haben komische panische Rechtsauffassungen. Man muss aber tatsächlich sagen, das, was da in Berlin passiert ist, ist nicht besonders von technischem Sachverstand getragen gewesen. Nichts gegen den Kollegen Till Jäger, der da einen tollen Prozess geführt hat. Denn das ist ja eigentlich die Kunst des Anwalts, dass man nicht unbedingt nur die Wahrheit zum Urteil bringt, sondern die Position des Mandanten. Und das ist ihm gelungen. Ist allerdings ein bisschen blöd, wie er selbst zugibt, dass jetzt alle Leute glauben, dass man Linux und Software für Linux nur noch unter GPL schreiben kann. Deswegen ist dieser Prozess in Hamburg so wichtig, weil wenn die Hamburger es richtig aufdröseln und sagen, so, das, was da rot auf der rechten Seite ist, das ist vielleicht illegal, aber das, was oben steht, ist in Ordnung. Wenn die diese Abgrenzung treffen würden, dann wäre uns geholfen, dann können wir nicht sagen, also Kernel Space und User Space können wir voneinander trennen,
wenn die miteinander interagieren, über einen System Call beispielsweise oder über eine andere Art von Schnittstelle, die im System vorgesehen ist, dann muss eine Software nicht unter GPL stehen. Also, bei einem Betriebssystem kann man sich das vorstellen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, WordPress, was davon ist Kernel Space, was ist User Space? Ich meine, natürlich gibt es keinen Kernel von WordPress. Und ich bin auch nicht tief genug drin, um zu sagen, wo genau die Linie verläuft. Aber dasjenige, was vom User angefasst werden soll, wo er seine Software installieren soll, seine Bilder hochladen soll, seine HTML-Seiten, seine CSS-Stylesheets und so weiter, das ist nicht der Kernel im Anführungszeichen, sondern das ist der Bereich, der auch zum Verändern da ist und der auch unter Open-Source-Lizenz, der nicht unter Open-Source-Lizenz stehen muss. So, da könnt ihr euch jetzt selbst eure Meinung bilden. Da oben ist eine Frage dazu. Sehr gute Frage. Am Schluss sind das hier alles Meinungen, um die es hier geht. Wir können allerdings uns umsehen in andere Fälle, wie beispielsweise, wenn wir uns in Linux betrachten. Oder wenn wir die Schulbücher lesen, die zu dem Thema geschrieben ist. Da sagt man, wenn ich abstrakt dynamisch oder statisch verlinke, dann ist es eine Verbindung, die ein Derivative Work verursacht. Wenn ich aber einen System Call verwende und dabei irgendwelche Parameter übergebe, ich bin jetzt in der Linux-Welt, dann bin ich nicht Derivative Work. Nun, System Call, wenn ich also Schnittstellen aufrufe, die dafür da sind, zu interagieren, dann bohre ich nicht so tief in das verlinkte oder verbundene System rein, sondern ich bin sozusagen auf einer anderen Ebene, auf einer Anwendung, da bin ich auf dem User Space. Ihr müsst euch überlegen, ist das, was ich mache, vergleichbar mit dem, was ein Linux-Programm macht, was auf einem Linux-Rechner installiert ist. Das ist übrigens nicht der einzige Punkt, es geht dann auch darum, wie man es distribuiert, wie man es weitergibt, ob man das Ganze als fertig installiertes System weitergibt, wo es für den User oder den Empfänger gar nicht erkennbar ist, dass das hier zwei verschiedene Systeme sind, oder habe ich eine Linux-Installation und danach mit einem einzelnen, auf einem anderen Datenträger womöglich die Installation einer anderen Software. Wenn man sich die GPL-Software-Lizenz ansieht, stellt man fest, es gibt zwei Kriterien. Das eine ist Derivative Work und das andere ist, dass es getrennt distribuiert wird. Und die praktische Empfehlung ist daher, wenn man so etwas macht, dass man die eigene Software, die man nicht unter Open-Source-Lizenz stellen möchte, getrennt vermarktet, vertreibt, installiert. Also, dass für den Empfänger sichtbar ist. So, das ist ein Standard Drupal, WordPress, Joomla. Und das hier ist meine Software, die dafür geschrieben ist und die darauf läuft. Das eine funktioniert eigenständig, das andere funktioniert nicht eigenständig. Das braucht natürlich ein WordPress darunter, das ist klar. Aber das braucht auch eine Linux-Software, die funktioniert halt nicht auf dem PC. Das ist klar, es sei denn, man ist auf der Seite. Um Ihre Frage zu beantworten, ich bin der Meinung, wenn man mit einer API spricht, die dafür vorgesehen ist, dass man mit ihr spricht, dann ist das nicht Derivative Work. Wenn ich aber Patches baue oder Shortcuts verwende oder irgendwie in Register direkt reinschreibe, meinetwegen auch in irgendwelche Konfigurationsdateien, die dafür nicht vorgesehen sind, obwohl es einfach war, aber die nicht als Schnittstelle vorgesehen war, dann kann es sein, dass ich schon näher in einem Derivative Work bin. Bitte, wenn kein anderer eine Frage hat. Aber bei Drupal 7 zumindest auch nicht und bei WordPress genau. Das
Die Frage, also zunächst einmal muss man sich darauf einigen, dass man sagt, wenn ich eine API verwende, bin ich auf der sicheren Seite. Wenn das schon nicht der Fall ist, kommt es nicht darauf an, ob die API dokumentiert oder geheim oder ausprobiert ist. Weil es ist häufig so, dass man mit einem Gerät interagieren kann. Ich erkläre es den Managern immer mit dem Beispiel eines Küchenradios. Wenn ich ein Küchenradio ins Auto einbaue und ich nehme den Lautstärkeregner, baue da einen Stellmotor rein und der wird von was anderem bedient, dann habe ich die Schnittstelle verwendet, die das Küchenradio vorsieht. Wenn ich aber an einer ganz bestimmten Stelle im Gehäuse ein Loch bohre und dort ein Kabel reinlöte, weil ich weiß, ich komme da genau auf den dritten Pin von irgendetwas und nehme dort das Signal ab, um es woanders weiter zu verwenden, dann habe ich wohl Derivative Work geschaffen. Dann habe ich nicht die Schnittstelle, die von dem ursprünglichen Bauer vorgesehen ist, verwendet. Manchmal kann man auch das Antennenkabel oder die Teleskopantenne nehmen, Krokoklemme dran machen und davon auch ein Signal abnehmen, was gegen irgendwas geerdet ist womöglich. Das ist zwar einfach, aber es war nicht so vorgesehen. Also es kommt nicht darauf an, wie komplex es ist, sondern es kommt darauf an, ob die Schnittstelle vorgesehen war für die Nutzung, die ich vornehme. Wenn das nicht der Fall ist, sondern wenn es sozusagen einfach nur die Ausnutzung einer gefundenen Eigenschaft ist, dann kann es problematischer sein. Da bewegen wir uns sozusagen zwischen liberal und konservativ bei diesen beiden Fragen. Und die Anfangsfrage war, was passiert, wenn die API verändert? Das ist die eigentlich ganz spannende Frage. Wenn wir sagen, ich darf mit der API reden, und die API steht unter Open Source, dann ist es relativ naheliegend, dass ich die API natürlich auch verändern darf. Was also, wenn ich dem einen sage, bitte entwickle die API weiter, stell sie unter GPL auch zur Verfügung und dann klebe ich mich hinten dran. Oder andersherum, ich baue eine Bridge-Software, ich baue eine Software, die mit der API spricht und die dann wiederum mit einer anderen Legacy-Software interagiert. Dieser Fall ist hier auch auf der Drupal-Seite behandelt und die sagen, nein, 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 ganz, ganz verboten. Es kommt ein bisschen darauf an, wer es macht und was dabei ein Paket ist. Denn würde man es nacheinander machen, wenn man die API weiter verändert und dann auf einmal auf der anderen Seite der API Software baut, die nur auf Standard und dokumentierte Standardfunktionalitäten der API zugreift, dann müsste man auf der sicheren Seite sein. Das sind übrigens, um das Risiko abzuschätzen, Sachen, die noch nie vor Gericht verhandelt worden sind. Also wenn man aus GPL vorgeht, dann aus so dusseligen Sachen wie, ihr habt es komplett geklaut oder ihr habt im Kernel Space Mist gebaut oder ihr habt den Source Code nicht zur Verfügung gestellt, obwohl ihr die Software verändert habt. Die Fragen, wann Derivative Work einsetzt oder nicht, sind noch weitgehend ungeklärt, selbst in den USA, beziehungsweise die USA schauen vor allem auf Deutschland. Also wenn man mit amerikanischen Entwicklern spricht, denkt man sich, also wenn ihr in Deutschland damit kein Problem habt, dann haben wir damit auch kein Problem. Also so streng wie ihr Deutschen ist sowieso kaum jemand. Insofern erwarten wir uns von diesem Rechtszug in Hamburg möglichst viel Erkenntnis, aber nicht viel Intelligenz. Meine Meinung der Hamburger Justiz ist im Augenblick nicht so besonders hoch, aber das liegt an anderen Bereichen. Es hängt ein bisschen davon ab, wie gut natürlich auch die Anwälte sind, die dort vorbringen. Ja, bitte. Thema, das dann im weitesten Sinne ist, wir haben bei Joomla ein Problem mit Erweiterungen, die von irgendwem in Richtung Chartcode erweitert werden. Also ich nehme ein GPL-Modul, ich bastle da meine Vektor rein, verteile das weiter. Um dieses Problem zu lösen, denken wir darüber nach, ein Signierungssystem aufzubauen. Also zu sagen, das Originalmodul hat eine gewisse Signatur und Joomla prüft, ist das die Originalversion und nur dann ist es installierbar. Und die Frage, die da dranhängt, ist, finden zumindest einige Entwickler, beschneide ich damit in dem Moment nicht das Recht, die Software frei verändern und nutzen zu können? Vielen Dank, das Lieblingsthema, kann ich eine Stunde lang darüber referieren. Tivoisierung. Tivo war ein Setup-Box-Hersteller unter Linux, der hat gesagt, stelle ich alles zur Verfügung, aber wenn du das Ding runterlädst, veränderst und wieder hochspielst, wird die Hardware nicht funktionieren, weil der Bootloader Signaturen prüft und die Arbeit verweigert, welcher Bootloader auch immer, wie der zweite oder dritte oder was auch immer, in der Chain of Trust. Und natürlich ist das Standard, dass man seine Software, gerade wenn sie Open Source ist, am liebsten schützen möchte vor Manipulationen. Das war ein Grund, warum man die GPL 3.0 geschrieben hat, weil die GPL 3 verbietet ausdrücklich die Tivoisierung. Also den Umstand, dass Software mit signierte Signaturprüfungen vornimmt und nicht mehr funktioniert, wenn man sie austauscht, nennt man Tivoisierung. Nach diesem einen Fall. GPL 3, Tivoisierung verboten. GPL 2, unterschiedliche Auffassungen. Steht so nicht drin. Es gibt ein paar Gewächse in der Community, die sagen, nach dem Geiste der GPL 2.0 ist es auch verboten.
Wir sind eher auf der Seite unterwegs und würden sagen, die GPL2 verbietet es nicht ausdrücklich, GPL3 geht nicht. Aber WordPress steht unter GPL2 or any later version und deshalb wird es natürlich interessant, welche any later version nimmt man. Wenn ich GPL3 natürlich nehme, habe ich ein Problem. LGPL nach unserer Auffassung enthält ein Tivoisierungsverbot, weil es davon ausgeht, dass man die Libraries austauschen muss. Das heißt, LGPL auch 2.1, was ja gleichzeitig mit der GPL 2.0 entstanden ist, verbietet nach meiner Auffassung Tivoisierung, wenn ich kommerzielle Software damit verbinden will. GPL 2.0 verbietet sie nicht, GPL 3 verbietet sie. So ist momentan meine Regelung. Und jetzt kriege ich das Stoppschild und alle weiteren Fragen müssen dann draußen in der Halle gestellt werden. Vielen Dank.